Hallo und herzlich willkommen auf Game Rebel. Mein Name ist Benzi und ich möchte euch die PC-Releases für Oktober 2015 vorstellen. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Am 6. Oktober erscheint das Game Prison Architect. Prison Architect ist ein Aufbauspiel von Introversion Software, den Entwicklern von Davinia aus dem Jahre 2005. Der Spieler muss ein Gefängnis mitsamt zahlreicher Nebengebäude errichten und verwalten. Außerdem muss für die Stromversorgung und Ausstattung einzelner Räume gesorgt werden. Gefängnisausbrüche und Revolten wollen ebenfalls verhindert werden. Abseits der Aufbaukomponente widmet sich Prison Architect auch brisanten Themen wie Rassismus oder Drogensucht. 7. Oktober, das Game The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut kommt raus. Hinter dem sperrigen Namen The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut von den Entwicklern Neocore Games verbirgt sich die Action-RPG-Reihe in einer Trilogiesammlung. Ähnlich wie bei Zombie Army Trilogie oder Halo The Master Chief Collection werden die Spiele zu einem aufpolierten Erlebnis verknüpft. So sind die 6 Klassen des 3. Teils auch in den beiden Vorgängern enthalten. Spieler können ihre Charaktere übernehmen und bis zur Stufe 80 aufsteigen. Am 8. Oktober erscheint das Game Sub-Level Zero. Sub-Level Zero ist ein Roguelike-Action-Spiel aus der First-Person-Perspektive, in dem man sich nach allen Richtungen frei bewegen kann. In einer Welt, die in sich zusammenzufallen droht, durchquert man mit einem Kampfschiff prozedural generierte Szenarien unter der Oberfläche. Es gilt, diverse Gegner zu besiegen, Technologien zu bergen und mittels Crafting neues Equipment und Waffen herzustellen. Wie im Roguelike-Genre üblich, gibt es nur ein Leben und Neuladen ist nicht möglich. Wer stirbt, kann also wieder von vorne anfangen. Sub-Level Zero setzt zudem auf die Virtuality-Technologie Oculus Rift. Nach eigenen Angaben ließ sich das Studio Sick Trap Games für die Entwicklung von den Klassikern Descent und Forsaken inspirieren. 9. Oktober, da erscheinen gleich 3 Titel: Civilization Beyond Earth Rising Tide, Transformers Devastation und WRC5 oder WRC5 auch genannt. Gehen wir zuerst auf Civilization ein. Civilization Beyond Earth Rising Tide ist das erste Add-on für Civilization Beyond Earth, dem Science-Fiction-Ableger von Sid Meier's Civilization. Als zentrales neues Spielelement wird die Möglichkeit eingeführt, Städte in den Ozeanen zu gründen. Dazu gibt es neue Unterwasserrohstoffe, Marineeinheiten und Meeresaliens. Dazu gibt es noch viele weitere Detailänderungen wie neue Fraktionen, neue Planetenbiome, neue Quests, Einheiten, Gebäude etc. Kommen wir nun zu Transformers. Transformers Devastation ist ein Actionspiel von Platinum Games im Cell-Shading-Look. Es orientiert sich thematisch an den Cartoons aus den 80er Jahren. Zur Auswahl stehen 5 Charaktere wie zum Beispiel Optimus Prime, Bumblebee und Sideswipe. Der Fokus liegt auf temporeichen Kämpfen, bei denen vor allem die blitzschnelle Verwandlung von Roboter in Fahrzeuge eine wichtige Rolle spielt. Für die Stimmen wurden die Originalsprecher wie Peter Cullen und Frank Welker engagiert. 5 Schwierigkeitsgrade gibt es und die Bots können vielseitig individualisiert werden. Kommen wir zu WRC5, also WRC5. Zwar wartet auch WRC5 mit der offiziellen Lizenz der FIA World Rally Championship auf eine gravierende Änderung gegenüber der Vorgänger, gibt es aber dennoch. Statt Milestone ist Kyloton Games aus Frankreich für die Entwicklung der Rennsimulation verantwortlich. Gefahren wird in 14 Ländern mit 13 Rallyes und insgesamt 400 Kilometern Strecke.
Von schneebedeckten Waldstrecken bis hin mit Geröll übersäten Bergpässen. Zu den Neuerungen gegenüber vorangegangener Teile gehören ein dynamisches Wettersystem, nächtliche Wertungsprüfungen und weitere Grafikeffekte wie zum Beispiel der Schmutzspritzer. Wir sind am 13. Oktober angekommen. Es erscheinen wieder drei Games. Fable Legends, Minecraft, der Story Mode und The Witcher 3 Hearts of Stone. Fangen wir bei Fable Legends an. Fable Legends ist ein Online-Ableger der bekannten Rollenspielreihe von Microsoft und Lionhead Studios. Spieler können wählen, ob sie lieber in die Rolle eines Helden oder eines Bösewichts schlüpfen wollen. Letztere können ihnen Widersachern unter anderem Fallen stellen und Monster zur Hilfe rufen. Bis zu 4 individualisierbare Helden treten gemeinsam in einer Gruppe gegen den Schurken an. Wahlweise übernehmen Freunde oder die KI die Kontrolle über die anderen Gruppenmitglieder. Grafisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 4. Fable Legends ist kompatibel mit Xbox Kinect und Smart Glass. Kommen wir zum Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode ist eine Kollaboration von den Minecraft-Erfindern Mojang und den Adventure-Experten Telltale Games und kombiniert die Stärken der Entwickler. Ein Story-Adventure im Episodenformat, das in der Sandbox-Welt von Minecraft erzählt wird. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jesse, der die Ober- und Unterwelt von Minecraft erkundet. Durch getroffene Entscheidungen wird der Lauf der Geschichte beeinflusst. Wir sind gespannt. Das dritte Game am 13. Oktober ist The Witcher 3 Hearts of Stone. Die Erweiterung Hearts of Stone bietet 10 Stunden neue Spielzeit im Witcher-Universum und füllt diese mit weiteren Story-Missionen. Die sind von der Hauptgeschichte unabhängig und führen den Hexer Geralt ins Niemandsland und das Städtchen Ochsenfurt. Dort begibt er sich auf die Spuren des unsterblichen Banditenanführers Olgierd von Everick und gerät dabei schnell in allerlei Intrigen. Ich schätze mal, Hearts of Stone ist ein Muss für alle Witcher-Fans. So, am 14. Oktober kommt das Game The Age of Decadence raus. The Age of Decadence ist ein Endzeit-Rollenspiel mit rundenbasiertem Kämpfen. Gespielt wird aus einer ISO-Perspektive. Die Endzeitwelt von Age of Decadence ist von Überresten antiker Architektur geprägt. Je nach Klassenwahl stehen über 100 Quests in über 22 Gebieten zur Auswahl. Das Game startete bereits am 15. November 2013 mit einer Early Access Version und geht jetzt am 14. Oktober in das Endprodukt über. Am 20. Oktober kommt das Game Rebel Galaxy raus. In dem Weltraum-Actionspiel Rebel Galaxy übernimmt man die Kontrolle über einen schwer bewaffneten Kreuzer und kämpft sich durch zufallsgenerierte Galaxien. Das eigene Schiff lässt sich im Spielverlauf aufrüsten und individualisieren. Auch das Erkunden des Weltraums sowie Diplomatie und Handel spielen eine Rolle. Der Titel stammt von Travis Beltry und Erich Schäfer, die zuvor bei Blizzard North und Runic Games unter anderem für Diablo und Torchlight verantwortlich waren. Das sind doch mal zwei vielversprechende Faktoren. Ebenfalls am 20. Oktober erscheint das Game Sword Coast Legends. Sword Coast Legends ist ein im Fantasy-Universum von Dungeons & Dragons angesiedeltes Rollenspiel. Gespielt wird entweder im Rahmen einer Einzelspieler-Kampagne, 40 Stunden Spielzeit ungefähr, oder im 5-Spieler-Koop-Modus. Dabei übernehmen 4 Spieler je einen Charakter der Heldengruppe, während der 5. den Dungeon Master spielt. Es gibt pausierbare und taktische Kämpfe aus einer isometrischen Ansicht. Die Regeln basieren auf der 5. Edition von Dungeons & Dragons. Wir sind gespannt, wie der Ableger von Dungeons & Dragons von Endspace ankommt bei den Leuten.
Wir bleiben beim 20. Oktober und es erscheint noch Tales of Zestiria. Bei Tales of Zestiria handelt es sich um den 15. Teil von Bandai Namcos bekannter Tales of-Reihe. Das JRPG siedelt sich in einer Fantasiewelt an, die vom Krieg zweier Nationen um die Vorherrschaft gezeichnet sind. Spieler schlüpfen in die Rolle des Hirten Sorei, der Menschen und Seraphinen vereinen muss, um seine Heimat zu retten. Im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern sind die Kampfszenen in Tales of Zestiria übergangslos und ohne Ladebildschirm in die Umgebung integriert. Am 23. Oktober 2015 erscheint das Game Guild Wars 2 Heart of Thorns. Heart of Thorns ist das erste Add-on für das Online-Rollenspiel Guild Wars 2. Der Name leitet sich von dem neuen Gebiet Heart of Maguma ab. Dabei handelt es sich um eine riesige Dschungelwelt, dort erwarten die Spieler zahlreiche neue Quests. Des Weiteren wird es mit Hilfe des sogenannten Mastery-Systems möglich sein, zusätzliche PvP-Fertigkeiten für Endlevel-Charaktere ab Stufe 80 zu erwerben. Mit dem Wiedergänger wird zudem eine neue Klasse eingeführt. Dieser ist schwer gepanzert, kann aber auch auf die Macht der Nebel zurückgreifen. Des Weiteren gibt es neue Spezialisierungen sowie den PvP-Modus Festungen. 24. Oktober. Das Game Dispatcher erscheint. Dispatcher ist ein Survival-Horror an Bord einer Raumstation, angetrieben von der Unreal Engine 4 und angereichert mit einer Prise Rollenspiel und Roguelike-Elementen. Dabei will der russische Entwickler Civil Savages die Atmosphäre klassischer Science-Fiction-Filme aus den 60er bis 80er Jahren eingefangen haben. Also schleicht euch durch die Gänge und scheißt euch in die Hose. Am 27. Oktober erscheint das Game Outpost 13. Outpost 13 ist ein Point-and-Click-Adventure, dessen Handlung auf dem fiktiven Planeten Achelus 4 stattfindet. Wir steuern einen Hund namens Fen, der in Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform gekommen ist, die sich uns als Tantalus vorstellt. Unsere Aufgabe ist es, mitsamt unseres außerirdischen Gefährtens von Achelus 4 zu entkommen, indem wir dem dort ansässigen Forschungsteam so viel Angst einjagen, dass sie ihre Mission auf dem fremden Planeten abbrechen wollen. Um unseren Plan in die Tat umzusetzen, greifen wir zu dramatischen Maßnahmen. Von Sabotage der Forschungseinrichtung bis hin zur Ermordung der Crewmitglieder. 28. Oktober und somit das letzte erscheinende Spiel in diesem Monat. Es handelt sich um Albert und Otto. Albert und Otto ist ein 2D-Plattformer, der in düsteren Bildern die Geschichte eines Jungen und seinen magischen Stoffhasen erzählt. Wir begeben uns als Albert auf die Suche nach unserer verschwundenen Freundin und nehmen unseren Hasen Otto mit auf die Reise. Dabei stoßen wir auf allerlei Rätsel, die nur von beiden gemeinsam gelöst werden können und bei denen sie sich nie zu weit voneinander entfernen dürfen. Wir sind gespannt, was K-Bros Entertainment da gezaubert hat. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die jeweiligen Spiele bieten. Game Rebel wünscht euch viel Spaß, euer Benzi.